ich wollte einen Sänger, der die Partie noch nie gesungen hat. Und ich wollte eine bestimmte Art von Mittelding zwischen einem kräftigen Tenor, aber keinem Heldentenor, und eine sehr lyrischen Stimme. Und da gibt es nicht viele Sänger, die dafür in Frage kommen. Es haben viele Sänger vorgesungen. Dann hat mir eine Bekannte hat mir gesagt, ich soll mir doch den Saimir Birgu anhören. Und er war so nett und hat uns im Theater an der Wien vorgesungen. Und wir haben gleich gesprochen über die Partie. Das einzige Problem von ihm war seine Jugend. Weil Idomeneo ist 43 Jahre. Aber südländische Menschen wie er, die schauen mit 20 schon gleich aus wie mit 40. Also das war kein Problem. Ich finde die Zusammenarbeit ganz wunderschön, weil er ist ein Mensch, der sehr positiv eingestellt ist. Er hat einen Humor, er hat einen freundlichen Charakter, ist aber auch ein sehr guter Schauspieler, der die Tragik einer Rolle darstellen kann. Also bis jetzt muss ich sagen, für eine erste Zusammenarbeit sehr, sehr schön. Ich habe vorher ihm gerade angeschaut und ich habe ihm gesagt, schau, ich sehe so aus wie deine Mutter in dieser Rolle. Ja, aber okay, ich meine, stimmlich ist er perfekt, finde ich, für die Rolle. Und auf die Jugend kann man schon ein bisschen mit Schminke herumfummeln vielleicht. Ich fühle mich sehr gerne mit ihm, weil wir sprechen auch Italienisch zusammen und er ist Albanese, aber spricht sehr gut Italienisch, er lebt in Italien. Und dadurch, dass er auch sehr jung und verspielt ist, er bringt auch ein bisschen frisches Blut hinein. Wir sind alle die älteren Kollegen plötzlich und er ist da, er steht im Mittelpunkt. Also mit ihm zur Arbeit macht echt großen Spaß und kommt viel zurück. Sehr, sehr aufmerksamer Sänger. Also und spannend auch einfach die Reserven, also in jeder Hinsicht, auch stimmlich, geht da immer noch etwas bei ihm. Thank you.
Jetzt kann ich schon sagen, das sind schon 5 Jahre Karriere und das ist nicht der Beginn für mich. Und ich habe schon auch viele 16 Rollen gemacht. Und da ist eine der schwierigsten Rollen, aber trotzdem habe ich viel studiert und viel geschaut, wie kann man schon mit meiner Kapazität das wirklich das Beste machen. Aber das, was mir gehilft zu viel, war das die Professionalität von Maestro Harnoncourt. Er war immer mit mir, immer zusammen, immer gefragt, wie klingt bei dir, Herr Birgut? Es geht immer, ist sie zufrieden musikalisch? Und das war in Monaten, wo wirklich alle Solisten, Künstler, alle auch Statisten, Maschinisten, alle waren zusammen. Und mit ihm ist es das eine andere Welt. Und du kannst nur gut machen, weil er kennt so gut das Musik, er kennt so gut wie du musst das machen und dann das Responsabilität, wie kann man sagen, ist in der Mitte mit dir und mit ihm. Und ja, ich bin zufrieden.